Ja, hallöchen, ihr lieben Leute, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring. Ja, schnipp, schnipp, schnapp. So, ja, ich weiß, ich habe in der letzten Folge aufgehört, in der Tafel und Feste. Ich habe mich einfach dahin teleportiert, und zwar Feste und Fahrrad. Denn die will ich jetzt endgültig machen, Leute. Oh, Leute. Und zwar mit den Zauberzwillingen. Auf jeden Fall einmal. Das ist Lärmadleidon. Jawohl. Mit den Zauberzwillingen. Und es geht los. Also das ist wirklich nicht ohne da drin. Ich bin, glaube ich, soweit. Zack, jawohl. So, kommt da der nächste irgendwo da drüben. Also es ist nicht ohne. Wo bist denn du? Ah, da. Zauberer-Zwilling. So, zack. Aufgepasst hier, weil die sind nicht ohne. Ich habe nur noch 6 Pfeile oder was? Ich bin vergiftet gleich. Aufgepasst, raus hier. Ja, es hat mich festgepackt, Leute. Ich glaub's ja nicht. Ich muss aufpassen, Leute. Es ist wirklich... die Spritzen mit Gift. Das ist so eine gefährliche Gegend hier. Haha. Ja, ich bin vergiftet, Leute. Natürlich. Das ist Wahnsinn. Der steigt am Kopf. Ah, Wahnsinn. War es schon wieder 13? Achso, 13.000 Runden. Habe ich eh jetzt. Bin ich gleich daneben. Oh, Leute. Das ist blöd. Das ist schon doof, ne? Der Kopflose, den werde ich einfach nehmen. Nö, ich werde sie nehmen. Ganz einfach. Zaubert sie. Ich finde die gut. Haha. Himmelstränen, damit ich wieder Mana habe. Bist du? Wo ist der hin? Da unten oder was? Der ist da unten. Ich glaub's ja nicht, Leute. Komm doch! Du Feigling! Die sind so feig, Leute! Ja, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, ist aber noch gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Das ist ja wieder oben. Ich komme mir wirklich schon verarscht vor, ey. Nö, komm, geh mal rein da. Ist keine Chance. Der ist einmal tot. Weg, 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 weg. Das hat eine Reichweite, das ist schon Wahnsinn. Du lass den jetzt in Ruhe, komm, kümmere dich um den da oben. Hä? Wo ist denn der? Hat sich wieder zurückgesetzt. Ja, ich habe kein Mana mehr, genau. Hör auf, deinen Stab zu schütteln. Ich kann die Waffen nicht wechseln. Komm, komm, komm.
Goldene Rune 9, Leute. Das finde ich... Was machst du? Lass den doch in Ruhe. Der hat sich festgepackt. Der fliegt da unten herum. Lass ihn doch. Ah, Leute. Solange der uns nicht zu nahe kommt, ist es nicht so tragisch. Keine Pfeile mehr. Ja, es packt sich der da drüben fest. So, komm jetzt. Ich muss aufpassen, dass ihr nicht vergiftet werdet, Leute. Jetzt hast du ihn endlich. Jetzt komm rein und hilf mir. Visier den doch an. Passt. So. Goldene Runde 9. Jawohl. Sehr gut. Komm, hilf mir. Aufgepasst, das hat eine Reichweite, das Gift, das ist Wahnsinn. Passt. Ja, gut. Dann haben wir das einmal. So, wie schaut es da jetzt aus? Ist da... Oh, da sind noch viele. Ja, der ist es. Passt. Jawohl. So, nächster bitte. Da ist der nächste. So, fertig. Also nicht fertig, aber gut. Ich habe keine Pfeile mehr. Leute, das ist der letzte. Passt. Dann gehen wir da weiter. Da geht es oben richtig... Geht es zur Sache, Leute? Wer macht den? Passt. Jawohl, ja! Geschafft, Leute. Da zur Belohnung nehme ich meinen Kaffee. Also, Zauberer-Zwilling, die ist schon wirklich nicht schlecht, Leute, muss ich ehrlich sagen. So, gibt es da irgendwas zum Looten? Nö, da gibt es ja nicht. Da würde ich dann blinken sehen, Leute. So! Dann würde ich einmal sagen, gehen wir mal da hoch hier. Komm, teleportiere dich darauf. Ja, wieder 5 Jahre darauf spazieren, Leute. Das war's schon? Nö, das war's noch nicht. Medaillon von Tektos. Ja! Leute, ich hab's. Nein! Ich glaube, ich hab's, Leute. Habe ich beide? Ich schau mal. Boah! Habe ich beide eigentlich? Medaillon? Nö. Nö, das ist ja das Großschild. Hoppala. Habe ich beide Tektos schon? Dinger schon? 2 Steinschwertschlüssel habe ich. Godrichs große Rune, ja. Was haben wir da eigentlich? Goldene Nähnadel, okay. Nö, wo haben wir denn das jetzt? Nö, Herstellungsmaterial nicht, Aschen nicht, Werkzeuge, nö, das haben wir auch, glaube ich, da nicht. Info. Medaillon von Tektos. Wo sollte das sein? Wo sollte es sein, ne? Nö. Ich habe nur eins.
Aber wo ist das? Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das Medaillon hin? Da. Ich habe beide Teile. Somit, ja, ich könnte den Aufzug von Dektus benutzen, Leute. Das finde ich cool, Leute. Das ist genial. Na Gott sei Dank, das war's schon. Also ich habe mir schon gedacht, dass es da vielleicht irgendwie weiter... Da geht's eh weiter. Ja, natürlich, da, Leute, Gott. Dachte ich mir ja, dass da noch nicht vorbei ist. Es wird noch arg. Ja, da kommt jetzt eine Riesenratte. Das weiß ich. Die Riesenrotte. Was haben wir da unten eigentlich? Da ist ein Ritter. Ja. Es ist ja da unten. Super. Ah, da ist noch einer. Ja, der hat ihn vernichtet. Der ist nämlich ganz stark, Leute. Aua, Leute! Leute! Tot. Das ist Wahnsinn, sowas, echt. Na, ich mach die Vögel da jetzt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ich kann da durchrushen, Leute. Die Vögel sind unglaublich. Na, Leute! Ich will das nicht! Ich will einfach nur da durchrushen jetzt. Aber die lassen mich wahrscheinlich sicher nicht. Lass mich da durch. Passt. Gott sei Dank. Ich will da nicht die nicht noch einmal machen. Meine Runen holen. Also ich könnte jetzt den Aufzug von Dektus benutzen. Könnte ich. Passt. So, der ist einmal hier. Ja. Passt. Bolzen brauche ich nicht. Die sind so stark, Leute. Kann ich den wegsnappen? Passt. Jawohl! So, das sind nämlich so Geisterritter. Die sind nämlich nicht schlecht. So, und ich. Wie schaut es aufnahmemäßig aus? Ja, Viertelstunde fast. Knapp. So. Und da geht's dann nach unten, Leute. Da gibt es jetzt kein Item mehr irgendwo. Nö, oder? Nö, passt. Da gehe ich einmal nach unten. Nach unten. Sind da schon wieder einer? Schon wieder einer. Leute! Wie viel sind denn da eigentlich? So, komm mit mir. Hey, Leute. So, eine Riesenrotte. Wo ist die? Da ist schon wieder einer oben. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Die spawnen ewig, glaube ich. Das sind die ganzen Viecher. Die gehen nicht. Da ist aber irgendwo eine Monsterratte, Leute. Ich glaube, ist die da drin vielleicht? Ja, da, schau doch mal.
gerade nicht durch. Ha! Aber da ist eh, glaube ich, nichts mehr. Da ist, glaube ich, eh nichts mehr. Wirklich. Ah, oh ja, den habe ich voll erwischt. Hey, cool. Er kann mir nicht wehtun, nur ich eben. Das ist toll. Das passt schon. Lass den, du erwischst den eh nicht so ordentlich. So, weiter geht's. Nach oben. Komm nach oben wieder, Maestro. Ich mag den voll. Der ist so richtig gut, finde ich. Dieser Zauberer-Zwilling. So, was haben wir da? Geht's da nach unten? Kann ich da nach unten? Ich glaube nicht, Leute, weil ich glaube, da geht es nämlich zu den ganzen Viechern. Ja. Ja, bin ich fertig, Leute. Würde mal sagen, das habe ich erobert und ich habe da den Talisman. Ja, also das Medaillon. Das zweite für den Aufzug von Dectus. So, wo verschlägt uns das nächste hin? So, Leute. Ich werde mal südliche Sumpfüfer von Eonia gehen. Ich muss die Nadel finden. Ich weiß auch schon, wo ich die Nadel herbekomme. Nur finden muss ich diesen Typen erst. weil ich den bekomme ich nämlich bei einem Bossgegner. So, den bekomme ich nämlich bei einem Bossgegner, Leute. Aber vorher, Leute, möchte ich auf jeden Fall noch Runen farmen, damit ich ein einziges Mal leveln kann, Leute. So. Ganz kurz noch Ding, ich brauche 50.000 Runen, das ist eigentlich schnell gemacht. Ja, ja, die restliche Folge noch. Gut, ja, dann geht's weiter, ihr Lieben. Das ist das, was ich die ganze Zeit immer mache, offline. Aua. Zerwachsen. So, das ist, also das mache ich immer off, also eigentlich immer offline, damit ich ein bisschen Runen farmen kann. Für die, die es nicht wissen, farmen heißt sammeln. Also eine Gamersprache. Und das mache ich, das ist das, was ihr jetzt da seht, mache ich einfach nicht immer offline. Nur jetzt ist eh die Folge gleich vorbei. Die paar Tausender, die ich nur noch brauche, also paar Tausender, 20.000. Die schaue ich das mit einer Zusammentrommel. Und wenn es in der Folge nicht ausgeht, mache ich offline weiter und dann mache ich mit der nächsten Folge weiter. So, da auch noch Giftpilze sammeln. So, das ist der gute Trick. Da spawnen sich die Gegner jetzt wieder, wenn ich da zurückreise zum Ort der Gnade. Und ich brauche nicht einmal mehr 20.000 und kann leveln. Das ist sensationell, Leute. Ja, also die letzten Folgen gingen wieder. In der letzten Session von Folge, ich glaube, es war 62 bis 73, glaube ich. Ist nicht gut gelaufen. Ist wirklich so. Und jetzt läuft es eigentlich wieder ganz ordentlich. Bossgegner haben wir eine besiegt, das ist super. Wir haben das zweite Medaillon von Dectus bekommen. Jo, das finde ich ganz cool. Ja, also wie gesagt, momentan ist das einfach mein absolutes Lieblingsgame. Gibt auch andere, logisch. Aber mein absolutes Lieblingsgame, das merkt ihr natürlich auch immer, wenn ich ein T-Shirt von dem habe, von einem Spiel oder eine Tasse, so wie ich es eben habe. Es ist wirklich so. Ja. Aber der nächste Schritt ist auf jeden Fall, einen Gegner zu machen, einen nicht so schweren Bossgegner, der mir die goldene Nadel für Govri besorgen kann, um weiterzukommen in der Millicent-Quest. Sie hat, ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, in einer der vergangenen Folgen, da hat der Govri uns gesagt, die Millicent ist durch Schalafäule quasi vergiftet, sie kann man nicht heilen, aber man kann es verbessern. Ihre Fäulniskrankheit, indem man eine goldene Nadel findet. Und die muss ich finden, Leute, das ist so. Und die ist bei einem Gegner im Sumpf von Eonia irgendwo, die ich momentan überhaupt nicht finde.
der Gegner, den Gegner, und ja, der hat diese Nadel, und ich weiß aber nicht, wo der jetzt genau ist. Irgendwo im Sumpf von Eonia. Das bin aber nicht ganz sicher. Oh, Leute, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der genau ist. Muss ich mal schauen, Leute. Das ist keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall dann demnächst auch in Lyurnia weiter. Dann kommt das Altus-Plateau. Also es ist noch Wahnsinn. Es ist, also von dem Spiel haben wir 500stel durchgeschafft. Ah, gar nichts. Fast. Das Spiel beginnt erst so richtig in Fahrt zu kommen, wo es gerade dabei ist, ein bisschen anzufangen damit. Wenn ihr seht, wie viele Bossgegner noch nicht besiegt. Zum Beispiel die beiden Bossgegner im Schloss Rotmähne. Das ist absolut heftig. Und deshalb möchte ich schauen, dass ich levele. Momentan bin ich Stufe 90. Nachher dann 91. Das finde ich cool. Und ohne Umschweife geht es, nachdem ich da gelevelt habe, dann in der nächsten Folge weiter. Treffe ich natürlich nicht mehr. Typische Horste. Wahnsinn. Da. Hab ich dich. Ich hasse es, wenn die wirklich die ganze Zeit immer so ausweichen, Leute. Wahnsinn. Ja, dann habe ich es vielleicht. So, der ist einmal hinüber, Leute. Na bitte. So, ich glaube, eine Runde kann ich noch machen und dann level ich. Eine Runde noch, jawohl. Und dann level ich auf jeden Fall mal. Brauche schon knappe 50.000 für einen Aufstieg. Ah, das ist Wahnsinn, Leute. Das ist unglaublich. Also den Brunnen an der Einzel haben wir auch so gut wie möglich abgeschlossen. Aua! Du sagst... Aber extrem ist, wenn die sich auf deinen Kopf setzen. Dann kann es sein, dass du tot bist. Aber es muss nicht sein. Es kann sein, wenn du dann ordentlich ausweichst und dich nicht noch einmal treffen lässt, bist du eh nicht tot. Aber es zieht dir fast alle Leben ab. Diese... Das habe ich so oft schon gehabt. Wahnsinn. So, die letzte Runde und dann farm ich. Level ich. Ja. Weil ich ja schon einige von mir gehabt habe. Was sind diese Kukris eigentlich? Das ist so Wurfdolch-mäßig. Ne? So, fast. Gut. Ja, dann haben wir das einmal. Diese Pilze, Giftpilze, mit der Hoffnung, dass ich da irgendwas herstellen kann. So, ich glaube, ich brauche noch eine einzige Rune. Also Rune. Ich glaube, eine 200er Rune. Das ist die eine Rune, um ein Level aufzusteigen. Schauen wir mal. Jawohl. Na, geht sich aus. Passt. Gut. Auf was gehe ich, Leute? Geist habe ich, dann FP mehr. Ausdauer. Was nehme ich? Geschick ist auch gut. Ich werde Geschick nehmen, Leute. Was? Stufe 91. Na bitte. So. Gut, ihr Lieben. Das war's mit dieser Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es weiter spannend wird, Leute. Bis dahin, macht's das gut. Game over und tschüss.